Hallo, willkommen bei Behindert Barrierefrei Day. Wir sind in Heidelberg, aktiv Reha-Center. Und heute ist der große Tag mit Mobilität, E-Mobilität. Erstmal hallo Klaus. Hallo Olli, ich grüße dich herzlich. Ihr habt ja auch was ganz Besonderes mitgebracht, einen Traveler, einen Scooter zum Reisen. Da muss man ein bisschen was erklären. Der ist zwar klein, das sieht man, aber der kann noch viel, viel mehr als klein sein hier. Ja, und das mit dem wunderbar vielversprechenden Namen Transformer. Der lässt sich nämlich zusammenklappen und zwar nicht mit sehr viel Handgriffen, sondern mit dieser Fernbedienung hier. Das heißt elektrisch zusammenfaltbar. Ich habe es gesehen und es funktioniert richtig super. Jetzt aber mal ein paar technische Daten, bevor wir das zeigen. Was wiegt der? Er wiegt 25 Kilogramm. Mit Batterien oder ohne? Mit Batterien, und zwar mit einer Lithium-Batterie. Hat auch dementsprechend eine Reichweite, wenn ich es gleich vorwegnehmen darf, mit 15 Kilometern, mit der einen Batterie. Okay, und welche Zuladung haben wir hier? Wie viel, was dürfen da Leute drauf sitzen? 135 Kilogramm. Wow, Willi, das heißt sogar du darfst da mitfahren. Das ist immer sehr wichtig für die Leute. Ja? Und gerade zum Reisen auf der AIDA oder so natürlich klasse, ideal, oder? Ja, also sehr viele Kunden auch schon von Vorgängermodellen auf Kreuzfahrtschiffen. Wirklich bestens geeignet. Also ich bin vorher auch ein paar Meter mitgefahren. Erst vom Komfort sehr gut, muss ich sagen. Und hat sehr viele Verstellmöglichkeiten von Haus aus schon. Ja, hat also sehr viel Inklusivleistung, wie hier die Armlehnen, wie hier diesen klappbaren Sitz, wie die verstellbare Lenksäule, was man hier mit wenigen Handgriffen auch öffnen kann und dann in der Höhe auch verstellen kann. Nicht? Also es ist wirklich ein perfektes Gerät, wenn es darum geht, auf Reisen zu gehen oder unterwegs zu sein. Ne? Und dann haben wir hier auch noch einen Regler, haben wir gesehen, man kann die Geschwindigkeit auch ein bisschen abdrosseln, wie schnell fährt denn der überhaupt? Ja, 6 km/h ist zugelassen und man sollte aber hier am Anfang mal langsam anfangen, damit man das einschätzen kann, das Mobil, damit man sich nicht so schnell überschätzt. Ne? Das passiert sehr oft, dass viele voll drehen und dann rausmarschieren und gar nicht hinterherkommen. Ja. Weiß man da schon den Preis, ist der bekannt? Ja, der ist bekannt, dabei 3.750 Euro, aber ein sehr stabiles Gerät und trotzdem leicht für den Transport. Was ich mir die Frage stelle, ob ich den jetzt ausschieben kann, könnte ich den ausschieben? Ah, das ist das Geniale, es ist so lieb von dir, dass du mich darauf aufmerksam machst, und zwar folgendermaßen. Ich lasse die Lenksäule einfach draußen und nehme ihn wie ein Trolley hinter mir her. Schau her. Jetzt zeig mal. Ja. Das will ich selber probieren, Klaus. Darf ich ihn mal gerade selber probieren? Ja. Ja. Weil das ist wirklich wichtig. Als Kippschutz hat es praktisch auch noch. Ne? Super. Okay. Klappen wir nochmal auseinander. Ja. Bringst mich ins Schwitzen heute, gell? Ja, muss ja auch was ein bisschen schaffen. Aber ich muss auch einen Haufen schneiden dann wieder, weißt du? Ja, da hast du recht. Vor allem, Klaus, es geht sehr schnell, muss man sagen, hier mit der Fernbedienung. Wie viele Sekunden sind das? 7, 8 Sekunden ist der fertig. Wunderbar, 7 oder 8 Sekunden, vollkommen richtig gesagt. Übrigens in 2 Stufen. Nicht, dass du da irritiert bist, damit man hier nicht die Finger dazwischen kriegt. Man muss immer sehen, dass man die Finger rausbehält. Und dann geht das wunderbar von alleine und fahrbereit. Okay. Jetzt sag mal noch, wo wir den beziehen können. Wie heißt die Firma? Das ist die Firma Movitala, auch hier im Aktiv-Reha-Center. Und hier in Heidelberg am Taubenfeld 39. Okay. Internetseite ist auch drauf. www.movitale.de. Okay, also erstmal danke für die Infos. Da werden wir natürlich mal noch ein bisschen berichten demnächst, weil ich werde mir mal ausleihen. Willi und ich, wir reisen sehr viel, weißt du? Ja. Und dann nehmen wir den nochmal mit und dann gucken wir mal auf Herz und Niere, ob der das alles durchhält, verstehst du? Kannst du gerne machen. Bist herzlich eingeladen, ne? Okay, ja. Also bis bald, euer Olli und Willi und der Klaus. Macht's gut, ne? Ciao, tschüss.